Willkommen zurück, Leute, zu Bravely Default. Wir sind mitten im Kampf. Was heißt mitten im Kampf? Wir fangen gerade mit dem Kampf an gegen, naja, Heinkel. Und ich bin ein wenig in Angst und Schrecken, könnte man sagen. Ego-Alchemie 5. Hebt verschiedene der eigenen Statuseffekte auf. Ach, nee. Aufputschen. Erhöht Angriff für 2 Runden, kann aber fehlschlagen. Starker Schlag, ein starker, aber wenig präziser Schlag. Ja, nee, komm, wir machen einfach einen stinkenormalen Angriff. Auf den Himmel schützen. Agnes wird erstmal, ja, geht auf Vita, ist ja klar. Und Ringabel wird ein bisschen defaulten. Ja, das machen wir erstmal. So geht's los. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Freund schützen. Oh, Mann, diese fucking dämlichen Drecks-Scheiß-Giftpfeile. Ah, die werden uns so richtig wehtun, die ganze Zeit. Das kann ich ja jetzt schon sagen. So, dann machen wir erstmal so weiter. In der Hoffnung, dass wir da diese Schützen besiegen können. Du machst mal ein Default, weil momentan braucht sonst keiner Hilfe. Und ich würde sagen, Feuer auf alle, weil das trifft definitiv. Auch wenn er die schützt, oder? Das müsste ja dennoch klappen. Ja, das klappt auch. Hätte ich vielleicht sogar zweimal direkt einsetzen sollen. Oh, dieses dreckige Gift, ne? Dieses dreckige Gift, das ist so... Ach, ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich es hasse. Ich hasse es so extrem. Auf alle. So, Ringabel, du wirst ein Brave einsetzen. Und zwar jeweils Feuer auf alle. Okay, schauen wir mal, was es bringt. Ja, passt schon, passt schon. Natürlich auch vergiftet. Schön. So, vielleicht haben wir die danach down. Das könnte sogar... Yes! Okay, die sind weg. Und ein kritischer Treffer. Jetzt... Wow, jetzt muss er es halt mit uns aufnehmen. Ja, hilft ja jetzt alles nicht. Jetzt können wir ganz normal ein bisschen... Jetzt würde ich auch sagen, können wir auch die Spezialfähigkeit einsetzen. Mit ein bisschen Glück bringt's was. Vielleicht auch nicht. Feuer auf Heinkel. Okay. Ja, es macht zumindest ein bisschen Damage. 5 Treffer. Ist halt die Frage. Dürfen wir es weiterführen? Ja. Okay, alle Statuswerte sind ein bisschen besser als vorher. Oh, aber das haut gut rein. Da kannst du nichts sagen. Kannst du eigentlich irgendwie was ja behandeln? Das bringt uns ja gar nichts. Ganz normaler Angriff. Ja, genau. Und jetzt machen wir das, ziehen wir das erstmal so durch. In der Hoffnung, dass wir Heinkel einfach down kriegen, ne? Das ist so... Ich schätze auch, dass wir gewinnen, tatsächlich. Also, ich muss zugeben, ich mache mir jetzt gerade gar nicht so die großen Gedanken darüber, weil ich glaube wirklich dran, dass es klappt. Auch wenn, ja gut, 4 Treffer und das macht einen einzigen dämlichen Schadenspunkt. Das ist natürlich schon schwach, ne? Oh, 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 oh. Na, wir machen erstmal so weiter. Tiss, du kannst nicht mehr behandeln. Nein, kann er nicht mehr. Ja, egal, läuft. Läuft noch, das läuft noch. Ich setze mal alles, was ich davon an Feuer habe, momentan einfach mal ein. In der Hoffnung, ja, vielleicht ist er danach schon down. Ich könnte es mir beinahe vorstellen. Hey, der hat Abwehr plus 150% momentan. Ach so, wegen seinem Eisenschild. Ja, gut. Ja, diese verstärkte Abwehr ist für uns schon ein kleines Problem. Oh, ja, und uns gehen noch langsam die... ich gehe mal ein bisschen auf Default. Wir sammeln mal so ein bisschen Angriffspunkte. Vielleicht greift da ja zufälligerweise mal jemanden ein, der gerade Default nutzt. Nein! Er tut es wirklich.
Das gibt es ja nicht. Warum? Die CPU weiß doch, dass ich das tue. Normalerweise ist er da noch kein Fan von, die Leute mit Default anzugreifen. Hat er immer noch seine Abwehr so stark? Ich warte jetzt ein bisschen ab, bis der die Abwehr nicht mehr hat. Ja, und dann greifen wir nochmal volles Matt an. Der hat die Abwehr immer noch so stark. Dann würde es, glaube ich, nichts bringen, mit Tiss so stark anzugreifen. Ja, Tiss, du kannst ja nicht. Das bringt ja nur einen einzigen scheiß Punkt. Das ist unnötig. Das ist leider so. So, Ringable kann auch wieder. Greif's auch mal ganz normal an. Mal gucken, ob es ein bisschen was bringt. Nein, das ist absolut unnütz. Das bringt gar nichts. Oh, ein kritischer Treffer dabei. Schön. Wie viel hält der Typ wohl aus, wenn ich das wüsste? Die Dia ist die einzige, die nicht vergiftet ist. Das ist doch schön. So. Einkel hast du dich. Keine Ahnung, kann man nicht sagen. Fähigkeiten, Weißmagie, ja. Ja, ist eigentlich gerade gar nicht so. Ringable versucht's nochmal, ne? Würde ich sagen. Weil das ist das Einzige, was so richtig durchkommt. Seine dämliche Schwarzmagie. Das dämliche Feuer. Wenn wir das nicht hätten. Ich glaube, wenn wir das nicht hätten, hätten wir immer noch große Schwierigkeiten mit den beiden kleinen Gegnern. So, das waren sämtliche Magiepunkte von Ringable. Und ihr habt gesehen, das hat nicht viel gebracht. Und der Typ hat auch noch keine. Der Typ setzt selber keine Brave Points ein oder sowas. Also. Es ist so schwachsinnig. Es ist so absolut schwachsinnig. Wir können jetzt halt auch mal. Ja. Schwachsinnig, wie gesagt. Bringt ja nichts. So, Ringable. Ach, Ringable hat minus 3. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mit Ringable nichts machen? Ist uninteressant. 6 Trefferpunkte. Das ist doch nichts. 53. Ey, der hat den. Magische Abwehr. Nur noch 75% hat er. Das ist ja schön. Und der hat auch, glaube ich, seinen normalen Level wieder. In Sachen Trefferpunkte. Eigentlich ganz nett. Bringt mir nur leider nichts. Im Endeffekt, aber hey, was soll's. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ihr habt's gesehen, ne? Er setzt Brave ein. Nein, 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 nein. Okay, gut. 107, kritischer Treffer. Oh, vielleicht sollten wir jetzt nochmal richtig drauf kloppen. Ich weiß es nicht. Jetzt, wo es gerade geht, keine Ahnung. Okay, er hat nichts gemacht. Wieso hat er nichts gemacht? Er hat mir das jetzt eingebildet, dass er nichts gemacht hat. Ah, er kann wieder. Ja gut, das bringt ja nichts. Ein. Wuhu. Vielleicht kann Tiss auch wieder, immerhin. Ja, Stampfen ist eine mächtige Attacke. Ach, komm, was soll's, hau drauf. Wir versuchen es einfach. So, und du. Ja, du bist uninteressant. Und er macht Brave. Oh, scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt tötet ihn doch. Erledige den Kerl, erledige den Kerl. Komm, der kann nicht mehr, der kann nicht mehr. Oh, wie viel hält der denn aus? Nochmal. Okay, Gott sei Dank nicht auf sie. Ja gut, hilft ja alles nichts. Wir machen mal nach Brave, wollte ich gerade sagen, aber das wäre ja auch unsinnig. Wir heilen erstmal nur Idia. Ja, du greifst halt an, vielleicht. Vielleicht ist das ja der passende Treffer. Nein, das ist nicht schade. So, Weißmagie, Vita jetzt auf alle. Ja, was soll ich halt machen? Wir könnten. Äther habe ich einen einzigen.
Ja, komm. Ringabel kriegt den Äther. Oh, shit. Oh, nochmal Schwein gehabt, ey. Wenn er die jetzt getötet hätte. Gute Nacht. So. Jetzt habe ich aber einen Plan. Jetzt habe ich einen Plan, ihr seht's. Auf jeden Fall. Denn er hat Magieabwehr. Ist bei ihm gerade sehr schlecht. Komm, Junge, das geht doch nicht. Wie lange soll denn der Kampf gehen? Ist ja unnormal. Das war's. Ha, wusste ich doch, dass es nicht klappt. Dass es klappt. 396 Erfahrungspunkte. Das reicht für jeden hier. Oder auch nicht. Kampfstolpen. Habe ich mir das jetzt... Ich hab das doch gerade... Was? Na, egal. Ah, jetzt können wir auch ein Ritter werden, wenn wir möchten. Du hast den Ritter-Asterisk gehalten. Ist wahrscheinlich ziemlich auf Kraft aus, wa? Ein vielseitiger Krieger mit exzellenten Angriffs- und Abwehrfähigkeiten. Starke physische Abwehr. Bevorzugt Schwert, Schild und Rüstung. Schwerter. Hat eine S-Stufe. Katana hat eine D-Stufe. Also sollten wir eigentlich... Ja, ich würde schon sagen, dass unser guter Tiss ein Ritter wird. Ich denke schon. Of course we are. I'm a crack pilot, apparently. Now find something to hold on to! Ja, also so langsam wird uns Ringabel doch ein bisschen merkwürdig. Findet ihr nicht? Also ich weiß nicht. Ich bin zweimal vergiftet und kann nur einen heilen. So, du wirst geheilt. So. Dann ändern wir mal kurz den Job von Tiss. Weil ich einfach der Meinung bin, dass der als Ritter vielleicht sogar ganz gut zu gebrauchen ist. Was hast du denn bei Ritterlichkeit für einen Job geschickt? Es wird halt Ritter stampfen. Ach so, okay. Ja, das ist gut. Auf jeden Fall, Hilfsfähigkeiten, weiß ich nicht, gibt's keine. Kriegst du dann auch jetzt halt nicht, keine Ahnung. Ihr wisst ja, ich habe da noch nicht so ganz den 100%. Breitschwert ist, kriegt ein, ach, da, S. So ist das gemeint mit dem Empfohlen. Ach, man sieht gleich direkt S und S. Ja, das ist doch perfekt. Guckt euch das mal an. Das ist ein Traum. Was ist eigentlich mit den Kampfstulpen? Oh, die machen dich um einiges stärker. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch dir helfen. Ja, nee, die Abwehr ist bei ihr. Egal, passt schon. Machen wir erstmal so, wie es ist. So, wo sind wir? Achso, da hinten ist wieder unser... Ah, ich verstehe. Wir bringen den König nach Hause. Aber vorher gehen wir hoffentlich pennen. Ich will mich heilen, verdammt. Lass mich bitte ein wenig Heilung erfahren. Das wäre schön. Es geht sogar. Top. Ja, war ein langer Kampf, ne? Also dafür, dass wir immer noch am Anfang sind,
des Spieles und da schon echt richtig krass lange Kämpfe. Da kann man ja gar nichts gegen sagen. Das ist ja schon, wo führt das hin? Aber so war das früher. In den alten Rollenspielen 1452 PG, das ist auch nicht schlecht. Ja, so war es auf jeden Fall früher, Leute. Wenn ihr das nicht wisst, dann wisst das jetzt. Es gab sehr, sehr lange Kämpfe und eigentlich auch geil, meiner Meinung nach. Also ich stehe auf sowas. Ist dann immer so die Frage, ob das für so ein LP gut ist, so ein langer Kampf, aber hey. Kingdom of Caldisla owes you all a vast debt. I thank you from my heart of hearts. You, more than anyone, tis. A nightmare was visited upon you and your home, and still you rose up to defend ours. I'm certain your feats have earned Owen a peaceful rest. If you are willing, I would gladly see you take up his sword. Will you continue to keep this land safe, son? You honor me, Your Highness, but I cannot accept. I've promised Agnes that I'll join her on her journey. Caldisla shall be poorer for losing you. Know that you will ever have a home here. The Eternian airship is yours to use as you will. Take it with my blessing. There's not a man in the kingdom able to pilot it anyway. I leave the matter of that horrible chasm to you. I have faith you'll see it unmade. May the crystals keep you in your journey. Gut. So viel dazu. Jetzt ist halt die Frage, wo sollen wir denn als nächstes hin? Das wissen wir ja noch gar nicht. Naja. Egal, wir schauen mal einfach, ob wir uns hier vielleicht ein bisschen mit was eindecken können. Wie zum Beispiel, ja, eine Route. Magischer Angriff würde steigen. Der normale Angriff würde abgeschwächt werden. Das ist aber eigentlich egal. Wir besitzen sogar eine. Wer benutzt denn diese Route? Ach, Agnes hat die equipped. Macht das denn überhaupt Sinn? Magischer Angriff. Das macht für Agnes gar keinen Sinn. Die braucht den Stab. Mensch, 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 Mensch. Ich bin aber auch ein Trottel, ne? Das ist ja der Wahnsinn. So, Breitschwert und so, das ist alles uninteressant für uns. Helme haben wir alle nicht auf, glaube ich. Und zwei Spitzhüte, bitte. Und dann hätte ich noch gerne zweimal den Bronzehelm. Dankeschön. Und hier. Die Lederrüstung. Nein, das passt schon. Eigentlich hätte ich jetzt auch noch gerne ausgerüstet. Egal, das kriegen wir auch so hin. Ja, ja, das ist halt immer hier ein bisschen viel mit dem ganzen Rüste dies aus, rüste das aus, ne? Das ist klar. Stab, genau. So, Ringabell, du hast nicht die Route, der hat den Magierkiller, genau. Die Route. Ja, der magische Angriff muss halt stärker bei ihm, ganz klar. Also der Rest ist uninteressant. Habe ich sonst noch was gekauft? Ah ja, klar. Klar, klar, klar. Wir haben nichts auf dem Kopf. Spitzhut. Du kriegst einen Bronzehelm, logischerweise, genau wie du. Den hast du aber schon. Ich wollte gerade sagen, den hast du schon auf. Das sieht immer so aus, wegen dem A da dran. Und du kriegst auch einen Spitzhut. So, wunderschön. Ja, das ist doch ein Traum. Können wir uns hier noch ein bisschen eindecken, denn wir haben gar keine Tränke und nichts. Na gut, zwei Stück. Zwei Stück ist vielleicht nicht nichts, aber hey, ist auch nicht viel. Drei im Besitz, Gegengifte. Eine Sache gelernt haben, dann, dass wir Gegengifte brauchen. Gott im Himmel. Leider. Wie gesagt, ne, die übertreiben es ja in diesem Spiel ein bisschen damit. So, Atoxi. Diese Schrifttolle hebt Giftwirkung auf. Ist gekauft. Blindner. Hebt heilt Blindheit. Nein, das ist mir relativ egal. Feuer. Eis will ich haben. Blitz will ich auch haben. Ja, jetzt will ich die ganze Kohle rausgespammt, aber hey,
Das sind gute Sachen. Das sind auf jeden Fall gute Sachen. Da kann man nichts gegen sagen. So. Speichern wir noch kurz. Und dann finden wir im nächsten unser eigenes Luftschiff. Begeben wir uns zum See im Südwesten und nehmen es in Besitz. Ach so, okay. Erstmal das. Und dann erfahren wir wahrscheinlich, wie es weitergeht. Ja, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen im nächsten Part erst weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann und ciao.